Herzlich willkommen heute im Podcast. Ich freue mich riesig, dass er da ist. Jetzt muss ich ablesen, Samuel Kumanam. Er ist Papa, er ist verheiratet, er macht Videos seit 10 Jahren. Er hat sogar eine eigene Content-Agentur und ist da zuständig für Foto, Video und Grafik im Corporate Design. Und er hat Schwerpunkt Social Media für den B2B-Bereich. Er hat sogar eine Full-Service-Marken-Branding-Agentur. Also quasi, wenn du komplett dein Branding aufsetzen möchtest, dann machen die alles für dich und dann bringen sie dich groß raus. Dann haben sie noch eine Co-Working-Space-Agentur, wo man quasi, das ist richtig cool, ein Büro anbieten kann in Bochum. Dann kriegst du Kaffee, da hast du Internet, da kannst du netzwerken mit den Leuten, die noch im Büro sitzen. Und für das Ganze für 150 Euro im Monat finde ich eigentlich super cool, weil du musst eigentlich nur noch deinen Laptop mitbringen und kannst starten. Und das finde ich eigentlich eine ziemlich coole Geschichte. Und ja, ich freue mich riesig, dass du da bist. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, guten Tag. Danke dir für die Einladung. Es hat jetzt geklappt. Ich freue mich. Ich freue mich sehr. Ja, cool. Fangen wir direkt an. Und zwar als die großen Oberthemen persönliches, Ausrüstung, Marketing, persönliches. Wenn dich jemand fragt auf der Straße, der dich nicht kennt, sag mal, was machst du eigentlich für einen Beruf? Was würdest du dem sagen? Alles, was mir Spaß macht. Und ich versuche Unternehmen sich besser zu präsentieren, also das, was die auf dem Herzen haben, das rüberzubringen. Und das mache ich mit Fotos, das mache ich mit Videos, das mache ich mit Grafiken, das mache ich mit Marketingberatungen und Kampagnen. Also alles, was ein Unternehmen braucht, um sich geiler zu oder das darzustellen, was die halt sind, ne? Genau, das mache ich den ganzen Tag. Ja, das ist cool. Klingt sehr spannend. Also wenn ich Unternehmer bin und habe keine Ahnung von den ganzen Bereichen, würde ich sagen, ja, das klingt doch mal super interessant. Wann hast du genau angefangen dann mit Videos? Ich glaube, als ich 15 war, weil ich weiß noch, ich habe nämlich angefangen mit Fotos und Videos, als ich noch gar nicht in die Clubs durfte und bin trotzdem reingekommen, damit ich die Fotos und Videos in den Clubs mache. Das werde ich nie vergessen. Dieses Jahr werden es dann tatsächlich 10 Jahre. 10 Jahre langsam, ja. Ja, aber eine coole Idee, dass du sagst, ey, ich will coole Chicas aufnehmen hier und jetzt lass mich mal in den Club rein. Das ist echt eine geile Idee, ja. Echt cool. Ja, also die Nachfrage war größer tatsächlich. Also es war eher eine Not. Also ich wollte Equipment kaufen, weil ich mich für Musik und so weiter interessiert habe. Und da haben meine Eltern irgendwann gesagt, sag mal, bist du bescheuert? Das ist so teuer. Also wenn du das haben willst, dann musst du jobben und dir das Geld irgendwie selber besorgen. Mhm. Also dann fing es nämlich damit an, dass ich gesagt habe, damals war noch Zeitungsaustrag. Ja, habe ich auch, ja. Für 20 so, Mark damals. Genau. So, dann habe ich mir das mal gegengerechnet. Da habe ich gesagt, okay, im Monat bekommst du da 60 Euro raus und das Mikrofon, was du dir kaufen möchtest, kostet 200 Euro. Da habe ich gesagt, da muss ich... Ich bin ziemlich schlecht in Mathe, aber du musst ziemlich lange arbeiten. Ja, ist gut. Ja, ein Mikrofon. Und da habe ich gesagt, das geht nicht. Und dann habe ich überlegt, boah, was kannst du noch machen? Parallel wollte ich immer Fotos auch haben von mir selber und gefragt, ey, was kostet der ganze Bums bei euch? Und also, ne, so den Weg dann gegangen. Und dann ist rausgekommen, mit Fotos und Videos kannst du relativ einfach Geld verdienen und du hast sogar Spaß dran. Also ich mochte das damals schon sehr. Und dadurch kam es tatsächlich erst zustande. Also Chicas war nicht Priorität Nummer 1. Nein, das hat damit gar nichts zu tun. Das war das Geld, was mir fehlte. Ich war ein krasser Hustler. Sehr cool, ja, aber ist ja cool. Hat ich auf jeden Fall was gebracht. Was gefällt dir denn so, also bei mir geht es ja im Bereich Video, was gefällt dir denn in der Videografie oder an der Videografie so am meisten? Du kannst Geschichten einfacher erzählen. Also ich mache ja auch Bilder, also Fotos und da hast du quasi nur eine Momentaufnahme so, ne? Wo du was erzählen kannst. Und bei Videos kannst du einfacher Emotionen rüberbringen und du kannst auch intensivere Emotionen rüberbringen und das liebe ich daran. Also dass du nicht nur sagen kannst, hi, ich stehe jetzt hier an der Straße, sondern du könntest auch innerhalb von einer Minute oder einer halben Minute kannst du so viel erzählen, was du mit keinem anderen Medium rüberbringen kannst und das ist... Das ist, glaube ich, das, was ich liebe an Video, genau. Mhm, sehr cool. Wann wurde es denn da so professionell bei dir? Also wann war dann der Switch von 15-Jährigem, der in Clubs gedreht hat, wo du gesagt hast, okay, jetzt würde ich sagen, jetzt ist es professionell? Sehr viel später. Also am Anfang war das noch so, dass es... ich habe schon einige Jobs relativ schnell generieren können. Also Musikvideos und viel so im künstlerischen Bereich, viel Affinität zur Musik. Hab dann irgendwann gesagt, ich muss richtig Geld verdienen, ich kann jetzt nicht mehr nur von den 60-Euro-Clubjobs leben.
wovon du 30 schon für den Sprit ausgibst. Und habe dann gesagt, und dann habe ich erstmal, genau, habe ich einen Umschwung zu, also ich wurde von einer Agentur aus Köln eingeladen und da habe ich ein Video gedreht für ein neues Projekt von denen. Und dann hat er mir einen Praktikumsplatz angeboten und gesagt, ey, wir machen halt schwerpunktmäßig Webdesign. Webdesign fand ich auch spannend. Mach doch einfach mal. Und dann habe ich das gestartet und dann gemerkt, dass du mit Webdesign richtig viel schnell Geld machen kannst. Also das hört sich immer so an, als wäre ich fast Drogendealer geworden, ne? Schnell und viel Geld machen. Das war, das ging mir immer darum, ich will was machen, was mir wirklich Spaß macht und was cool ist. Mhm. Und das war Webdesign in dem Moment. Und dann habe ich, glaube ich, bis vor zweieinhalb Jahren sehr viel Webdesign gemacht. Und dann haben wir gesagt, und da war halt immer zwangsläufig, ey, wir brauchen Fotos, wir brauchen Videos. Und dann ging es halt so vor 3-4 Jahren los, dass ich gesagt habe, ey, ich biete das auch wieder an. Du kannst es ja im Businessbereich gut anbieten, ne? So. Mhm. Hab dann immer sehr viele Pakete verkauft, bis ich dann vorletztes Jahr beschlossen habe, wir machen jetzt nur noch Content Creation, letztes Jahr den Weg dahin gegangen sind. Und jetzt 2019, ich glaube, zu 98% nur noch Fotos und Videos machen, tatsächlich. Fotos, Videos, Grafiken, genau. Und ja, also ich würde mal sagen, seit 3 Jahren versuche ich das zu professionalisieren und jetzt so langsam sind wir an einem Punkt, wo man coole Sachen macht. Genau. Wenn ich jetzt jemand anders fragen würde, was machen denn deine Videos so besonders? Was würde er mir sagen? Also, oder die andere Seite wäre, ich bin gar nicht der Typ, der viel so Transition und Action Game macht, so. Ich bin, ich denke immer so in zweierlei Hinsicht. Also, Nummer eins, was meine Videos besonders machen, ist, dass ich sehr, sehr gut Wahrheiten aufnehmen kann. Also, das, was gerade stattfindet oder das, was emotional da gerade abgeht, das kann ich ziemlich gut einfangen. Ich verstehe viele, viele Prozesse von Unternehmen, kann die sehr, sehr gut in Videoformat umwandeln. Und ich bin schnell. Also ich glaube, meine Schnelligkeit ist ein Argument. Ja, also bin ich mal gespannt. Da kommen wir später nochmal drauf zum Workflow, wie du da schnell arbeitest. Ich würde aber gerne noch ein bisschen was von dir wissen. Und zwar, wenn du dich selber als dein Alleinstellungsmerkmal, was würdest du dich da so selber beschreiben? Außer die Schnelligkeit jetzt. ich bin ein positiver Mensch. Und ich bin sehr ergebnisorientiert und lösungsorientiert. Das heißt, ich finde eigentlich fast immer für jeden Bereich eine Lösung. Also das hört sich jetzt so blöd an, wenn ich das selber von mir sage. Aber ich glaube, ich bekomme immer, ich schaffe immer alles drumherum zu bauen, dass es klappt. Also wenn jemand einen Wunsch auf dem Herzen hat oder irgendwas so irgendwie gerne machen möchte, dann ist mir das wichtig. Mhm. Und was mir halt auch unglaublich wichtig ist als Mensch, dass Menschen wachsen. Also ich sehe immer wenig den Kunden, ich sehe den Menschen als Mensch und was will der eigentlich? Braucht er das überhaupt? Wie kann ich ihm als Mensch begegnen und nicht nur als Dienstleister, sondern wie kann ich ihm auch auf Augenhöhe als Geschäftspartner entgegenkommen? Das ist, glaube ich, auch das, was mir, also sowohl da auf Kundensicht als auch alle Praktikanten, alle Menschen, die mit Blickpool zu tun haben, denen versuche ich immer einen Wert zuzusprechen. Nicht nur, ey, du bist jetzt bei uns Kameramann oder 450-Jobber oder sonst was, sondern ich merke das ganz oft so, ne? Und wie das anders läuft. Und mir ist es wichtig, dass Menschen als Menschen gesehen werden. So, was ist deine Leidenschaft? Wo willst du hin? Was willst du erreichen? Wie wichtig ist dir Freundschaft oder wie wichtig ist dir Nicht-Freundschaft? Wie klar willst du was trennen? Dass es sehr, sehr viel nach Mensch geht, also wenig nach Qualifikation, sondern mehr nach Mensch. Sehr schön. Wunderbar. Ich würde bei dir anfangen, ganz ehrlich. Ach, schön. Hast mich schon gewundert. Wie bildest du dich denn weiter? YouTube. Den ganzen langen Tag YouTube. Nein, aber tatsächlich ist es YouTube und Netflix. Wenn ich die Zeit dazu habe, dann schaue ich mir tolle Sachen da an, um Stile und Sachen von anderen mir abzugucken und zu verstehen, wie das andere machen. Ich liebe aber nichts Langwieriges, ich liebe immer nur so kurze Sachen. Ich bin ein Fan von Staffeln. Staffeln, wo Folgen eine halbe bis dreiviertel Stunde gehen, weil ich mir das immer zwischendurch mal reinschieben kann. Und ich bin weiterbildungsmäßig Mensch, halt liebe ich, mich weiterzubilden und das heißt viel Spotify und Podcasts, ne? Also, genau.
Du hast ja auch einen eigenen Du hast einen eigenen Podcast. Den verlinke ich gerne natürlich unten in die Videobeschreibung und auch in der Podcast-Beschreibung. Könnt ihr gerne mal reinhören. Und ich wollte mir den mal anhören, aber da war der noch nicht so ganz fertig. Deswegen, ich bin auch noch nicht dazu gekommen. Ich muss ganz ehrlich gestehen. Aber das ist das Nächste, was ich machen werde. Und dann müsst ihr auf jeden Fall auch mal reinhören, weil ich denke mal so aus der Praxis, so Erzählungen, das ist immer cool und interessant. Was macht denn dein Video deiner Meinung nach unvergesslich? Unvergesslich. Wenn es beim Zuschauer Emotionen erzeugt hat. Ich glaube, das ist das, was stattfinden muss. Also, und dass die Emotionen am besten genau die Emotionen sind, die der Kunde oder der Klient auch rüberbringen möchte, ne? Aber ich glaube, das macht es unvergesslich oder das bleibt für immer hängen. Was für immer, ne? Ist ja, wir leben in einer Zeit, wo vieles nur punktuell ist. Mhm. Und wenn du schon länger als 2 Wochen bei wem hängen bleibst, weil er dann nochmal sagt, boah, hast du das Video von dem gesehen? Das war cool. Genau, dann bist du, glaube ich, auf dem Weg. Und ich glaube, das, was das erzeugt, sind Emotionen. Das sind, oder halt die überkrasse Transitions, aber da bin ich nicht der Mensch. Genau so. Ja, deswegen glaube ich, Emotionen, also der 0815-Mensch, der steht auf Emotionen. So, das ist, ja. Mhm. Genau. Was machst du denn in deiner Freizeit, um von diesem ganzen Emotionsstress wegzukommen? Zeit mit meiner Familie verbringen, mit meinem Sohn und meiner Frau. Ich reise gerne. Ich bin sehr, sehr gerne in anderen Ländern unterwegs, weil ich andere Kulturen liebe. Und ich liebe gutes Essen. Das ist, deswegen bin ich auch gerne unterwegs. Einfach Geschmäcker ausprobieren, gucken, wie andere Menschen reagieren. Und leben. Und da mache ich sehr, sehr gerne Street ein bisschen. Da schnalle ich auf meine Leica meinen 28er und versuche das irgendwie so mit meiner Perspektive einzufangen. So, ne? Und das bildet mich auch tatsächlich am stärksten weiter, wie ich immer wieder merke. Ja, ja, sehr cool. Wo siehst du dich denn in 10 Jahren? In 10 Jahren? Schwierige Frage. Kann ich, glaube ich, gar nicht so beantworten. Aber wenn... dann möchte ich dafür, dann stehe ich dafür als Mensch da, dass ich mich in andere Menschen rein investiert habe. Das möchte ich gerne. Also ich weiß, was ich gerne sein möchte. Also ich möchte gerne ein Mensch, Mentor, ein Begleiter sein für Leute, wo die wissen, ich habe mich in dich rein investiert und es ist was Cooles daraus entstanden und gleichzeitig wäre ich gerne, weiß ich nicht, weiß ich gar nicht. Also ich wüsste, wer ich als Mensch sein möchte. Ich weiß gar nicht, wo ich unternehmerisch sein möchte, weil so viel unternehmerisch stattfindet, dass ich das gar nicht in der Hand habe, merke ich. Also ich... Ja, das kenne ich. Du fängst irgendwas an, du hast einen Plan und dann kommen, während das läuft, dann wieder neue Ideen und neue, da könnte man ja noch das und da könnte man ja noch das. Und dann wirft das ganz neue Chancen auf irgendwie. Ich kenne das. Also ich, ich weiß, was du meinst. Also, das ist, und es entwickelt sich und das ist schön. Also es ist, ich finde es sehr, sehr schön, dass es sich entwickelt und dass es nicht festgeschrieben und fertig ist. Das, diese Freiheit da drin zu haben, liebe ich tatsächlich. Deswegen mache ich mir wenig Gedanken, was möchte ich also in 10 Jahren erreicht haben oder wo stehe ich da, sondern eher, wer möchte ich als Mensch sein? Und ich glaube, das finde ich sehr cool. Ja. Finde ich ein schöner Gedanke. Ja, finde ich wirklich gut. Nicht einfach so, wo möchte ich beruflich, sondern wo möchte ich menschlich da sein. Ja. Ausrüstung, Workflow. Das nächste große Thema. Mit welcher Ausrüstung hast du denn angefangen? Damals im Club? Oh, ja. Mit einer geliehenen Canon EOS 500D? Ja, 500. Das ist ja ein super schlechtes Ding gewesen, was Lowlight angeht, oder? Also da hast du ja schön verpixelte Szenen, oder? Das war... Du, ich hab... Ich glaube, die ganzen Partyreihen gibt's auch nicht mehr und sowas. Deswegen gibt's die Videos auch nicht mehr. Ich will die auch... Ich hätte doch ein bisschen Lust, hätte ich die schon mal zu sehen, aber... Kit-Objektiv... Canon 500D, irgendwann dann 15mm 1.8 und dann so, oha, du kannst ja gar nicht zoomen, aber das Bild sieht so krass aus. So, damit tatsächlich begonnen, ja. Ja, sehr cool. Mit welcher Ausrüstung hast du jetzt? Du hast mir vorhin erzählt, die Zcam E2 hast du jetzt neu ausgepackt. Richtig. Mittlerweile filme ich, also ich versuche mal alles selber auch zu haben, weil wir sehr viel auch unterwegs sind und genau. Fotografie Leica M262. Dann haben wir noch eine Sony A7 II, die jetzt bald auch wieder verschwindet. Die haben wir so als Hybrid-Systemkamera, kann man immer benutzen. Und filmmäßig die Ursa Mini 4K.
Macht beim Kunden immer mehr Eindruck als die kleinen Kameras und dann nochmal die Zcam E2. Ich habe schon mal von Kollegen gehört, die haben sogar extra eine dicke, fette, aufgepimpte Web da stehen, mit allem drum und dran, zum Zeigen. Und nehmen aber dann trotzdem die GH5 mit auf den Dreh. Also. Ja, manchmal ist es ja praktischer, ne? Ja. Also ich merke das auch immer wieder. Ich mag die Sony-Farben mittlerweile nicht so gern, weil die Hauttöne, ich bin sehr verwöhnt von Leica, was Hauttöne angeht. Ja. Und deswegen versuche ich das irgendwie wieder auch im Filmbereich nachzuahmen. Deswegen mache ich die Sony nicht, da bin ich eher Fuji und da geht's auch jetzt wieder hin. Fuji XH1. Mhm. Eine stabilisierte kleine Kamera, die alles kann. Hand aufs Herz, das ist super. Ja, das stimmt, ja. Welche Programme verwendest du denn für den Schnitt, für den Ton und für die Effekte? Adobe Premiere Pro. Genau. Ja, glücklich sogar. Wenig Ausfälle, sehr, sehr zufriedener, glücklicher Nutzer seit 10 Jahren. Okay, ja, cool. Das hört man selten. Nein, das hört man gar nicht sehr. Ich höre das sehr oft in Interviews und ich bin immer so geschockiert, weil ich höre immer, ich lese immer in den ganzen Kommentaren, ja, scheiß Premiere. Da sind immer auch so coole Hater-Videos. Und aber eigentlich, ich finde Premiere auch Bombe. Also, unglücklich. Ja, vor allem die reagieren ja auch. Es war ja wirklich eine Zeit lang, wo es viel abgestürzt ist, aber dann haben sie noch ein Update rausgehauen und dann ging das wieder. Es ist aber, ich finde, es ist auch immer relativ unfair, das zu vergleichen mit Mac-Produkten, weil Mac ist einfach nur 100% abgestimmt auf die Hardware und bei Windows gibt es 5 Millionen verschiedene Computerarten, 5 Millionen verschiedene Software, die da noch mit reindröseln und dann ist es natürlich schwierig, dann ein stabiles Programm zum Laufen zu bringen, was so viel Hardware frisst, also. Vollkommen. Also ich finde, es ist kein Argument zu sagen, mein Premiere Pro stürzt immer ab. Aber genau, ich habe einen selbst zusammengebauten Windows-Rechner. Das ist so für mich so, also die Wechselwirkung, also da kommt man später zu Effizienz, Thema Effizienz und diese Wechselwirkung, genau. Aber ja, die kann ich selten nachvollziehen. Hast du denn noch irgendwas auf deiner Wunschliste, was du dir gerne kaufen möchtest? Ich weiß es nicht. Aber es gibt so, ja, so Kleinigkeiten. Kleinigkeiten. Eine Red Gemini vielleicht, aber nur weil ich diesen Red Code so faszinierend finde. Genau, und weil die halt Dual ISO hat, also so wie die E2, es kann sein, dass die E2 so toll finde und keine Red mehr haben möchte. Aber genau, Red Raw Codec, den finde ich halt grandios. Deswegen wäre, glaube ich, eine Red vielleicht irgendwann mal. Anfang des nächsten Jahres oder sowas nochmal spannend. Und vielleicht, weiß nicht, ich bin Verfechter von wenig Objektiven. Vielleicht eine Cine-Linse mal. Ich weiß nicht, ob es eine Zeiss CP2, weiß nicht, 35 oder sowas. Aber gerade bin ich sehr, sehr glücklich mit dem, was ich habe. Das ist cool. Ja, das hört man sehr selten. Ja, meistens. Ja. Wie viele Tage berechnest du denn für deinen Schnitt? Immer 1:1. Also wenn ich 2 Stunden filme, dann berechne ich 2 Stunden Schnitt. Wenn ich 4 Tage filme, dann berechne ich 4 Tage Schnitt. Tatsächlich. Okay, cool. Nicht schlecht. Also ich brauche für den Schnitt immer länger als für die Drehzeit, aber... Okay. Ach krass. Ich bin so krass optimiert, dass ich meist sogar weniger brauche als für den Dreh selbst. Kommen wir direkt zum nächsten Thema, Effizienz, Effektivität. Jetzt bin ich mal super gespannt. Wie schaffst du es, mehr Filme für mehr Geld und hast mehr Freizeit und weniger Stress? Ich glaube, das ist das, wie du dir alles zurechtbaust. Also ich glaube, alle Tools, mit denen du arbeitest, sind unglaublich wichtig für deine Effizienz. Ich merke, dass man das in anderen Bereichen macht. Wenn du Flugzeugbauer bist und sagst, du willst weniger Sprit verbrauchen, weil EasyJet das unbedingt braucht, um am Markt überleben zu können, oder Ryanair, dann investierst du unglaublich viel in diese Umstände rein, bis es klappt und dann perfekt ist. Das ist so ein ganz typischer Gang, den du machst. Ich glaube, wir sind mittlerweile in einer Zeit angekommen, wo vieles relativ erschwinglich ist und schnell zu bezahlen ist und schnell kaufbar ist, aber nicht in Anbetracht der Effizienz und der Nachhaltigkeit. Ich kann dir einfach mal mein Setup gerade mal aufspielen, mit dem ich arbeite. Ne? Ich arbeite mit einem MacBook Air 2018 Base Configuration. Also 8 GB Arbeitsspeicher, 128 GB SSD. Und das war's. Und damit schneide ich alles. Damit schneide ich auch 4K60, damit schneide ich auch 4K120, damit mache ich alles fertig. Ich arbeite
oder ich habe mir mein Setup so aufgebaut, dass ich nur noch ProRes-Material habe, dass ich nur noch mit ProRes schneide. Mhm. Warum? Weil ProRes unglaublich effizient für den, also effizient für den Rechner ist. Ja. Das heißt, ich kann einen super, 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 super einfachen Schnitt realisieren, wenn ich die besten Konfigurationen habe. Und das heißt aber nicht, dass ich unglaublich viel Geld dafür ausgeben muss. Das darf man nicht vergessen. Man denkt immer, man muss das teuerste und das beste kaufen. Das stimmt gar nicht. Man muss das best zusammenhängende System kaufen. Zum Beispiel habe ich das Rohmaterial fast immer auf einer externen SSD, auf einer Samsung T5. Die kostet, keine Ahnung, 100 Euro oder sowas. Und damit schneide ich einfach, weil Lesen und Schreiben gleichzeitig auf eine Festplatte macht wieder die Geschwindigkeit langsamer. Mhm. Das heißt, ich baue mir alles effizient auf. Meine Speicherkarten sind C-Fast, weil ich unglaublich schnell von C-Fast auf eine SSD übertragen kann. Binnen Sekunden kann ich das Material übertragen. So. Und das sind so Kleinigkeiten. Ich habe immer Datenvolumen und habe einen Telekom-Handy-Vertrag, damit ich überall das schnellstmögliche Netz habe, um Daten per Dropbox meinen Kunden liefern zu können. So, ne? Mhm. Ich habe viele LUTs und Presets vorbereitet, dass ich weiß, was ich wie drehen muss, um den Look zu haben. Das heißt, ich filme zum Beispiel auch ziemlich oft in Rec 709 oder in Flat, weil ich weiß, wo ich rauskommen will. Ich brauche gar keinen Lock für viele Situationen, weil ich schon vornherein weiß, ich will den Look so und so haben. Und dadurch baue ich mir das schon alles so zurecht. Ich weiß dann schon ganz klar, also meistens weiß ich klar, welche LUT ich verwende, weil ich gar nicht 300 LUTs auf dem Rechner habe. Ich habe 5. So, und daraus baue ich mir dann die Base LUT zurecht und setze noch einen leichten Look drauf, wie ich den haben möchte. Und fertig ist das Material. So, ne? Und ich habe alles so gefilmt, dass ich damit einfach in der Post-Production arbeiten kann. Also ich glaube, es ist eine gute Wechselwirkung. Also deine Umstände sind unglaublich wichtig. Deine Arbeitsgeräte sind unglaublich wichtig und du musst ein Bewusstsein dafür haben, was du machst, also oder was du auch machen willst. Ne? Ich glaube, wenn du das nicht hast oder dir unsicher bist, kannst du nicht effizient arbeiten. Also Effizienz im Sinne von, ich fahre auf einen Dreh, 3 Stunden, ich schneide noch während der Rückfahrt in den 3 Stunden das Zeug fertig und liefere das dem Kunden schon aus, die erste Version. Also meist ist das so. Und das kann ich nur, weil alles so optimiert ist und abgestimmt ist. Ne? Ich habe immer genug Speicherplatz. Bei mir passiert es nie, dass ich zu wenig Speicherplatz habe. Weil so eine Situation würde meinen Workflow stören. Also das kann ich mir nicht erlauben. Zum Beispiel, oder ich liebe Mietwagen. Oder ich fahre gerne Auto oder fliege mit dem Flugzeug. Weil ich die Situation, oder ich hätte ein Problem mit der Situation umzugehen, dass die Bahn eine Verspätung hat, weil ich das menschlich einfach nicht schaffen würde, weil ich denken würde, ah, es ist so viel wertvolle Zeit, die mir flöten geht, weil ich so unglaublich Effizienz, oder ich liebe Effizienz, das ist, ne, oder ich fahre ein Auto, was einen EcoBoost-Motor hat, Ford bietet diese EcoBoost-Motoren an, weil ich mit relativ wenig Sprit genau das gleiche Ziel hinbekomme. Ich könnte mir auch, weiß ich nicht, ich könnte mir auch einen ganz, ganz tollen, dicken Motor und das alles kaufen, was ich super finde. Aber ich liebe Effizienz. Ich liebe es, konzentriert Zeit zu investieren. Ja, ne? Mit so wenig, so viel, so wirklich zu erreichen. Ne? Ja, genau. Weil mir mein Leben drumherum unglaublich wertvoll ist. Also meine Frau und mein Kind und meine Freunde. Mein Leben ist mir wertvoller, als dass ich nur arbeite. Wenn ich dann arbeite, ne? Sehr schön. Das hast du sehr schön gesagt und das ist auch super nachvollziehbar, dass man einfach von vornherein sich Gedanken macht, wie wird das sein? Und machst du dann auch vorher Skripte vom Dreh, dass du dann auch noch effizienter bist? Ich mache immer Briefings. Mhm. Ich mache kein Screen Design oder so, also keine gezeichneten Skripte, wie das viele machen. Ich mache nur Briefings. Da steht aber alles drin. Eine Timetable ist da drin, da steht, mit welchem Equipment wir anreisen, da stehen alle Ansprechpartner drin, alle, die zum Team gehören und eine Zielformulierung. Das heißt, was soll das Produkt am Ende können, dass man das immer vor Augen hat und dann mit dem DOP ist eigentlich schon abgesprochen vorher, was gemacht werden soll und der Kunde weiß darüber auch schon Bescheid. Der bekommt auch das Sheet exakt 1:1, damit er auch einen kompletten Überblick hat und das alles transparent für alle Mitarbeiter und für alle Beteiligten ist, ne? Genau. Will dein Kunde das denn immer? Also meine sagen immer, ja, ist mir scheißegal, mach du Video und dann gucke ich mir das hinterher an. Ja, mein Kunde will das nicht. Auch, also viele meiner Kunden wollen das nicht. Oder die lassen es einfach nur liegen. Aber das ist ein Service-Gedanke tatsächlich. Ja. Ich liefere dem das.
Und er kann gucken, was er macht. Ich versuche auch allen Kunden, so gut es geht, binnen 24 Stunden zu antworten. Zumindest, hey, ich habe deine Mail bekommen, ich melde mich innerhalb der nächsten 3 Tage, dass die was damit anfangen können. Mhm. Klar, das gelingt mir nicht immer. Wir haben auch nicht die einfachsten Zeiten immer, ne? Wir haben schwierigere Situationen mit Mitarbeitern und Koordination, Deadlines, die du einhalten musst, koordinieren mit Krankheitsschüben, die hier im Umkreis dann abgehen. Und dann kann ich nicht immer diese 24 Stunden einhalten, aber ich versuche immer zu viel, also 24 Stunden später soll der Kunde nur eine Antwort haben. Gar nicht die Lösung, aber eine Antwort. Einfach aus dem Service-Gedanken. So. Also, mhm. Wenn ich den als Mensch sehe, da sitzt ein Mensch, der versucht mich zu kontaktieren und der wartet was. So. Und als Mensch will ich ihm was liefern. Als Dienstleister würde ich sagen, chill mal deine Base, kannst auch eine Woche warten, das macht den Braten nicht fett. Ja. Aber als Mensch würde ich sagen, da wartet jemand, dem will ich einfach nur kurz antworten und sagen, hey, weißt du was, ich melde mich die Tage, ich habe gerade viel zu tun. Oder genau. Ja, sehr cool. So sollte das auf jeden Fall sein. Nächste große Thema, Marketing. Marketing ist immer das, was Kreative immer so, ja, das kann ich auch morgen machen, gerne vor sich her schieben. Yeah. Welche Marketingmaßnahmen findest du denn für Einsteiger gerade am sinnvollsten? Wir betreiben wenig Marketing. Das werde ich dieses Jahr auch ändern, sind wir auch schon dran. Ich glaube, Unternehmen haben schwer zu überleben, wenn sie kein Marketing betreiben. Warum? Da könnte man wieder auf deine Frage zurückkommen. Wo siehst du dich in 10 Jahren? Das ist, glaube ich, eine Frage, die sich jeder Unternehmer aus unternehmerischer Sicht stellen sollte, im Sinne von, kann ich in 10 Jahren noch Menschen erreichen oder finden mich die Menschen noch in 10 Jahren? Ich glaube, das kannst du nur schaffen, wenn du dich jetzt damit beschäftigst, wohin es geht. Ne? Also gerade Geschichten wie Apple Watch, Google, ne? So, das sind so soziale Medien. Und wie schaffst du es, in 10 Jahren immer noch in den Köpfen zu sein, wenn du überlegst, dass zum Beispiel die doppelte Anzahl an Menschen vielleicht sogar selbstständige Kameramänner oder Filmschaffende werden, weil sie sich trauen, diesen Schritt zu gehen, weil es vielleicht ein Grundeinkommen gibt und Menschen gar nicht mehr dieses große Risiko haben, da reinzuschreiten und zu sagen, ich mache jetzt doch was Kreatives. Wie viele gibt es da auf dem Markt und wie kannst du noch da beständig sein? Das ist so eine ganz, ganz schwierige und wertvolle Frage, weswegen wir jetzt auch starten auf jeden Fall mit Marketing. Marketing im Sinne von, wir präsentieren unsere Cases, bewerben die zielgruppengerecht, weil das ist, glaube ich, auch unglaublich wichtig. Du brauchst nicht nur sagen, was du alles machst, sondern musst auch die Leute erreichen, für die es relevant ist. Und ich habe viel, und das kommt mir, glaube ich, mittlerweile zugute, ich habe viel umsonst gemacht, was immer so belächelt wird. Oder viele verstehen das nicht, warum ich Sachen umsonst gemacht habe. Also ich sehe das immer, diese Filmemachergruppe, ne? Dann fragen voll viele Leute, was würdet ihr dafür berechnen? Mhm. Oder ich habe das umsonst für den und den gemacht, einen Imagefilm. Und da reagieren die meisten mit, du Wahnsinniger, du Höllenbrut, du kannst doch nicht den ganzen Markt zerstören. 300 Euro für einen Imagefilm. Gott bestrafe dich, dreifach. So reagieren die Menschen, was ich aber falsch finde. Du musst das, glaube ich, zweierlei sehen. Auf einer Seite ja, wenn du zu wenig kalkulierst, machst du den Markt kaputt oder bietest deine Dienstleistungen für einen Schrottpreis an, das finde ich Schwachsinn. So würde ich nie daran gehen. Ich habe auch einen relativ guten Preis. Was ich aber oft mache, ist, wenn ich merke, da ist ein Kunde, was ist oft, das kommt vor, dass ich sage, ach, da ist ein spannender Kunde, welcher Relevanz für mich und meine Reichweite hat und für mein Unternehmen eine wertvolle Geschichte, also oder eine wertvolle Referenz dazu kommt, da gehe ich Kompromisse ein, auf jeden Fall. Warum? Weil ich das aus langfristiger, nachhaltiger Sicht für mein Unternehmen sehe. Wenn ein Endkunde auf meiner Homepage kommt und dann plötzlich einen Global Player Namen als Marke sieht, wirkt das, glaube ich, anders, als wenn da nur lokale Schweißerunternehmen vorhanden sind, weil die dann gesagt haben, komm, wir machen das jetzt mal mit dir. Und ich glaube, man darf nie diese Wechselwirkung unterschätzen. Also es darf nicht sein, ich nehme generell nur 300 Euro für Imageclips und damit bewerbe ich alles und sage auch hier, jetzt für 300 Euro den Imageclip drehen. Nee, ich glaube, du solltest schon deine 2.500 Euro oder 3.000 Euro für einen Imageclip drehen, in Abhängigkeit von deiner Arbeitszeit und was du da rein investierst.
Aber du solltest nie vergessen, dass Netzwerk nur durch Menschen gebaut werden. Netzwerke oder Reichweite oder alles, das passiert nicht, weil Algorithmen dich toll finden. Das passiert, weil Menschen deiner Arbeit vertrauen. Das nur stimmt, deswegen ja. bist du ein großer Unternehmer. Oder nur deswegen vertrauen Leute in dein Produkt. Die Leute vertrauen, also es kommt seltener der Fall vor, dass Leute sagen, kommt leider auch vor, tatsächlich. Ach, der hat eine Red. Den buche ich jetzt, der scheint ja ein guter Kameramann zu sein. Ja, aber das ist, glaube ich, so Gerüchteküche, weil viele Unternehmen wissen gar nicht, was eine Red ist, die haben keine Ahnung. Was viele auch, was ich bei vielen falsch sehe, auf Webseiten, die komplett ihre Ausrüstung präsentieren und sagen, so, guck mal, das habe ich. Dann weißt du ja ungefähr, was ich kann. Wo ich mir denke, nee, die Leute haben keine Ahnung von deiner Ausrüstung. Du hast ja auch keine Ahnung von deren Ausrüstung. Wie zum Beispiel Kanalmeister, wenn der mir seinen Traktor zeigt, was der alles kann, dann denke ich auch, ja, pff, geiler Traktor, aber ich habe keine Ahnung. Ja. Also das muss dann, die meisten Leute haben dann wirklich, ich würde gerne nochmal zurück auf deinen, du hast es kurz angerissen, Zielgruppe. Wie hast du denn deine Zielgruppe definiert? Schwierig. Da bin ich auch noch ein bisschen dran, das zu optimieren, das zu entwickeln. Aber meine Zielgruppe, also ich habe rausgefunden, wer braucht meine USPs. Also wer hat einen Vorteil von meinen Vorteilen. Also wer braucht schnelle, also ehrliche Momente und schnell. Mhm. So, das war mein Ansatz, zu gucken, okay, für wen bin ich denn relevant? Weil sonst kann ja auch jeder andere Kameramann dahin. Mhm. So. Und das heißt, ich habe geguckt, welche, also meine Zielgruppe wäre dann theoretisch alle, die auf Content Creation setzen, die es punktuell brauchen, zum Beispiel heute ist ein Event und wir brauchen heute das Material noch live online, aber schon bearbeitet und cool, da kann ich mit dienen, ich kann als Editor dienen, ich kann als Kameramann für solche Geschichten dienen, ich kann als Kameramann für alles, was mit Emotionen und Werten zu tun hat, dienen und ich kann für alles, was so Content Creation, Social Media ist, kann ich mit dienen. Das heißt, Marken. Marken, die sagen, wir möchten uns besser platzieren. Marken, die sagen, wir brauchen Betreuung und Begleitung langfristig. Marken, die Sachen sagen, wir wollen uns aufbauen in dem Bereich. Denen kann ich helfen. So, und aus dem heraus entsteht dann meine Zielgruppe. Sehr cool. Wie hast du dich denn so immer auf Kundengespräche vorbereitet? Jetzt hast du eine Anfrage und sagst, okay, lass uns mal zusammen schnacken, um was es eigentlich geht. Hast du da irgendeinen Tipp, wie man sich da besser darauf vorbereiten kann? Ich mache schon mal eine halbe Beratung in meinem eigenen Kopf schon vorher. Mhm. Ich gucke mir das Produkt an, was der Kunde auch hat, und dann überlege ich, was könnte dafür geil sein. Und dann im Gespräch lasse ich dann zwischendurch so ein paar Wörter fallen. Dann sage ich, genau, cool, dann machen wir die Fotos, aber was ich mir auch vorstellen könnte, was geil kommt, gerade weil du auf Social Media jetzt auch abziehst, sind Videos. Vielleicht sollten wir da einfach ein Video mitdrehen. Ja, Video ist cool, ich bräuchte doch auch ein Video, denn Video ist doch toll gerade, oder? Ja, genau, Video ist nämlich unglaublich wertvoll im Bereich Social Media oder auf Instagram, wo deine Hauptzielgruppe ist. Denn bla 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 bla. Und dann, wenn du die Sachen auch erklärst, muss es dann nachvollziehbar für den Kunden sein und einfach. Einfach, einfach, einfach. Unglaublich wichtig. Wenn du dich da hinstellst und sagst, du, wir können dir auch ein 4K 160 Frames geiles Slow-Motion-Video drehen, wo wir mit unserem Drei-Achsen-Gimbal, ne, hier Ronin S. Genau, das ist das, was ich meine, ja. Da ist sogar ein Joystick dran, da kann ich dich richtig verfolgen. Und wir haben das neue Ace-System gekauft von Teradek, das heißt, wir haben auch eine Funkübertragung. Das ist so der Kunde, denkt sich. Scheißegal, was du da machst. Ich will doch nur ein verdammtes Video. Und das darf man nicht vergessen, ne? Ja, das ist genau das, was ich meine, ja. So, ich würde den Kunden sagen, hier, pass auf, Bro, 4K, Slow Motion können wir drehen. 4K kennst du ja, ne? Das ist mehr als Full HD. Ja, habe ich auch schon letztens im Saturn den neuen Fernseher gesehen. Der konnte auch 4K. Ja, genau. Das ist zukunftssicher. Wir können dir flüssige Aufnahmen liefern. Wir haben so ein spezielles System uns da rein optimiert, dass das alles nicht so wackelig aussieht, sondern schöne Fahrten kommen. Genau, und das können wir dann in perfekten Formaten ausliefern, sodass du es auf Instagram, Facebook, Homepage oder auch bei einer Präsentation auf einer Messe abspielen kannst. Da kann ich dir nochmal für einen kleinen Aufschlag alles nochmal so exportieren, dass du exportieren heißt abspeichern, dass du das alles griffbereit hast. Lade ich den Dropbox hoch, bekommst einen Stick dazu noch, fertig. So, dann sagt der Kunde, damit kann der Endkunde was anfangen, ne? So, dann weißt du, was Sache ist. Ja, sehr cool. Genau. Ja, das sind schon so einfache Steps, was für einen Kreativen erfülle ich. Ja, ist ja normal. Aber ich finde, viele vergessen immer, man muss immer den Nutzen für den Kunden, genau wie du das gemacht hast, kommunizieren. Richtig. Und nicht,
Ja, sehr cool. Das finde ich bei dir. Wie berechnest du denn deinen Preis? Also ich möchte nicht wissen, was du da jetzt verlangst, aber einfach, wie du den für dich berechnest, dass du am Ende deines Tages deinen Sohn und deine Frau davon ernähren kannst. Kann ich das überhaupt? Ganz Ja. andere Frage. Nein, ich bin dankbar und gesegnet, dass ich das machen kann. Wir machen das immer so, ich mache zu Jahresanfang eine Jahreskalkulation. Da steht drin, was ich verdienen muss und was so mit meinem monatliches Ziel ist an Abschlüssen. So, dann stelle ich das auf und dann kommt eine Zahl raus. Leider ist die recht hoch, aber Wieso leider ich ist die habe. recht hoch? Also, das ist doch gut für dich. Ja, Jahresanfang ist aber trotzdem stressig. Du hast am Anfang, denkst du dir, scheiße, 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 du musst das schon erreichen. Ja, gut. So, und jetzt Richtung, jetzt kommen ja die glorreichen Monate, wo alle Abschlüsse und Projekte stattfinden. Genau, und jetzt sehe ich das alles viel entspannter. Die Zahl ist halt runtergerutscht, weil ich sehr viele Abschlüsse generieren konnte. Und tolle Kunden habe jetzt. Also wirklich, wirklich, ich habe richtig, richtig geile Kunden, auf die ich stolz bin. Und ich habe richtig, richtig geile Aufgabenbereiche für diese Kunden. Und deswegen bin ich sehr, sehr zufrieden, was gerade so abgeht. Aber du musst halt immer diese Wechselwirkungen verstehen. Was hast du an Ausgaben? Was ist dein Lifestyle? Was willst du alles erreichen? So, und daraus entsteht ja die Zahl, die du hast. Und dann darfst du deine Steuern nicht vergessen, was ja auch nochmal ein unglaublicher Faktor ist, ne? Wo wir dann zum Beispiel auch sagen, theoretisch arbeite ich nur bis zu dieser Zahl erstmal. Und wenn wir diese Abschlüsse generiert haben, dann gucken wir weiter, wie wir das machen. So, und das ist so, versuche ich immer. Ich versuche das immer so, bekomme ich das hin, dass es ausgeglichen ist. Dadurch bin ich ausgeglichen, glaube ich. Ich setze mir ein Ziel, wenn ich das erreicht habe und weiß, alles darüber ist reines Plus, also Gewinn, überdurchschnittliches Plus. Noch mehr Gewinn, als ich jetzt schon an Gewinn habe in diesen anderen Zahlen. Weil die anderen Zahlen beinhalten auch, was zahle ich meine private Rentenversicherung an, wie viel Equipment will ich dieses Jahr einkaufen. Also alles, was auch generell auch ein Plus für mich ist, ne? Ist ja toll, dass ich ein Auto fahren darf und da Sprit tanken darf. So. Und das ist aber auch schon in dieser Kalkulation mit drin. Also alles, was dazugehört. Also und auch schon der Luxus ist da mit drin. Und alles, was da drüber kommt, damit können wir dann coole Sachen realisieren. Ich glaube, vieles entsteht dadurch, dass du gibst. Ich glaube, wenn du viel gibst, dann bekommst du auch viel zurück. Keine Ahnung, einige bezeichnen das als Karma. Ich sehe das in meinem Glauben wieder, wo ich sage, mein Fokus ist es, Menschen Mehrwert zu liefern. So. Und ich glaube, wenn ich viel Menschen viel gebe, dann kommt das schon zurück. So, ne? Das ist, wir versuchen, NGO-Arbeit zu machen. Wir arbeiten mit Non-Profit-Organisationen zusammen. Wir versuchen, deren Werte und deren Emotionen rüberzubringen. Wir versuchen zu spenden. Wir versuchen was zu bewegen. Wir haben eine Verantwortung, denke ich, ne? So, gerade als Unternehmer, als auch als Mensch. Und die versuche ich in die Menschen reinzustecken. So, und das ist, ja, und das geht nur, wenn du strukturiert und verantwortungsvoll mit dem umgehst, was du hast, ne? Ja. Ich glaube, erst dann kannst du wachsen. Sehr cool. Wunderbar. Hast du einen eigenen YouTube-Kanal? No, will ich seit 3 Jahren machen. Das ist wieder das Ding. Ja, mach ich morgen. Also morgen auf Ja. jeden Fall, aber heute ist schlecht. Das ist wirklich peinlich bei mir, ohne Scheiß. Ich berate ja Unternehmen in Social Media. Ich ziehe das bei mir aber selber nicht kontinuierlich durch. Ja, es ist auch anstrengend. Es ist gar nicht, von, dass du, dass, ich habe am Anfang auch gedacht, ja, so ein YouTube-Video, das ist ja voll easy. Ja. Weil da musst du so viel einstellen, damit es gut aussieht, das Thumbnail wunderschön kreieren und da. Und das ist, also es ist nicht einfach. Vor allen Dingen ist es so viel Konkurrenz noch dabei. Es ist nicht mal eben gemacht. Und deswegen ist es viel, viel Arbeit. Für jeden YouTuber, ich bin immer ganz neidisch, wenn die da so einen riesen Kanal haben, wo extrem viel Arbeit drin steckt, weil du siehst es ja aus der kreativen Ecke, was da für Arbeit Auf dahinter steckt. jeden Fall. Und Ja. wenn du verstehst, was eine Marke bedeutet, was Menschen alles mitbekommen müssen, damit du eine stabile Marke bist, dann denke ich, also dann sage ich mir immer, ach du, ich baue für andere Marken auf und ich nutze die als Referenz. Aber genau, das ist einfach, ja, irgendwann mache ich das vielleicht. Aber jetzt gerade nicht. Okay, sehr Ich habe cool. Instagram und das ist schon viel zu viel. Das ist schon
zwischendurch mal ein Bild posten und einen Text schreiben, ist schon so. Vor allem schreiben ist ja, liegt mir auch gar nicht, habe ich auch gar keine Lust. Aber wenn du einmal dran bist, macht schon Spaß. Wenn du so einen Text formulierst, das ist schon cool, ja. Aber ich stehe auch mehr so auf Videos bauen, ja. Das ist so. Sind wir am Ende? Schnellfragerunde. Und zwar würde ich gerne einfach, dass du folgende Fragen einfach kurz ergänzt. Bist du bereit? Yes. Deine drei besten Tipps für eine erfolgreiche Videoproduktion sind? Effizient sein, werteorientiert arbeiten und das Ziel des Kunden immer vor Augen haben. Wenn du deine Kamera selbst zusammenbauen könntest, welche Eigenschaften hätte sie? Boah, geil. Ich würde einen Wechselsensor aus Super 35mm und Vollformat reinbauen. Und da will ich noch eine Filmspule reinbauen, dass du so ein, das kannst du dann wechseln, so klack, klack, so analog, klack, klack, Full Frame, klack, klack, so, ne? Und die würde auf ProRes alles aufzeichnen und eine Option für Red Raw Codec. Dann würde ich mir noch einen EF-Mount dran setzen für alles, was große Linsen anbetrifft. PL finde ich irgendwie skurril, ich weiß nicht, was das soll. Das kommt aus einer anderen Welt, weiß ich nicht. Das kann man machen, ist dann, ja. Und ich würde einen M-Mount dran setzen, weil ich die Leica-Objektive liebe. Und dann würde ich das so kompakt halten, dass es vielleicht ja, so ein kleiner Kasten ist. Und dann kann ich das aber trotzdem riesig riggen, wenn ich Lust habe, beim Kunden zu imponieren. Zu posen, so, ja. Genau, so wäre mein Traumkamera-Setup. Okay, dein Lieblingsbuch ist? Ui. Wow. Scheiße. Aus dem Leben eines Taugenichts. Dein Lieblingszitat ist? Lieblingszitat. Ich habe einen Lieblingsspruch, geht das auch? Ja, ja, ist das Gleiche. Geht nicht, gibt's nicht. Mhm. In 5 Jahren werden Videos? In 5 Jahren werden Videos dein Leben gestalten. Dein Vorbild ist? Ich stehe nicht so ganz auf Vorbilder, weil, aber wenn ich wen beschreiben müsste, der so ähnlich tickt oder wo ich gerne hin möchte, ist so ein bisschen Paul Ripke. Mhm, wunderbar. Cool. Wie kann man dich erreichen? Deine Webseite, E-Mail-Adresse lautet? Samuelkummernan.de, blickpuls.de, sk@blickpuls.de, über alle Kanäle, Instagram, Facebook, WhatsApp. Ja, cool. Cool. Du schickst mir nachher die Links, ich packe die unten rein und dann könnt ihr da draufklicken. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentare bei YouTube, auf Video du selber. Und wenn ihr noch irgendwas habt, schreibt es gerne und dann würden wir das gerne auch beantworten, weil ich fand es ein sehr cooles, sehr angenehmes Interview. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und ja, mir auch. Samuel, du bist sehr, sehr authentisch, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also ich fand das jetzt sehr echt von dir, was nicht gespielt oder sonst irgendwas, sondern einfach so rausgehauen, was du gerade denkst. Und das macht, glaube ich, deinen Sympathiefaktor riesengroß. Und deswegen, wie gesagt, ich würde bei dir auch buchen. Jetzt schon. Ich kenne deine Arbeit nicht, aber ich würde es trotzdem tun. Und, ach, ist das schön. Das ist lieb. Das ist cool, ja. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und danke dir, dass du für mich Zeit hattest. Ebenso. Bis dann.